Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seth Forest. Ja, wie ich gerade sehe, wir haben Durst, wir haben vor allem auch Hunger. Das heißt, wir müssen uns jetzt so langsam aber sicher mal auch wieder um ein bisschen Fleisch kümmern. Das heißt, wir machen hier mal unser Lagerfeuerchen an. Werden jetzt erstmal ein bisschen was auf den Grill schmeißen müssen. Und zwar, komm hier, die Echse drauf und so ein Fisch drauf. Das müsste dann, glaube ich, erstmal reichen. Trinken brauche ich auch schon wieder. Ich habe momentan eigentlich nur das Hauptproblem bei mir ist momentan irgendwie das Trinken. Oh, Steine sind wir vollgepackt. Meinen Zaun habe ich soweit angefangen. Mir ist allerdings eine neue Idee gekommen. Das würde ich dann allerdings erst vertiefen wollen, wenn ich dann dementsprechend wieder, wenn wieder Tageslicht ist. Und zwar, ich möchte gern eher hochbauen, anstelle hier am Strand zu bauen. Das heißt, so eine Art Baumhaus würde ich mir gerne bauen. Ich glaube, das ist nämlich die bessere Variante, als wenn ich mich hier unten mit einem Zaun einbaue, weil der Zaun, sind wir mal ehrlich, ich habe jetzt hier ein Stück fertig gebaut, das hat einen kompletten Wagen letztendlich verbraucht, dieses kleine Stück hier. Wenn ich mich hier komplett einbauen sollte, wäre das eine Lebensaufgabe erstmal für mich. So, Essen. Sehr schön, das bringt jetzt allerdings kein Wasser zurück. Wasser, wir haben zwar noch die Cola-Dosen, das ist aber auf Dauer keine Lösung. Ich habe auch mittlerweile ja diese Wasserdinger hier gebaut, diese Wasserauffangbehälter. Problem bei denen ist nur, es muss regnen dafür, nehme ich mal an, dass ich daraus trinken kann. Das heißt, es wird noch eine ganze Weile dauern. So. Wir werden das Ganze jetzt so machen, wir werden uns jetzt hier nochmal eine Schildkröte mitnehmen, beziehungsweise ja, ein bisschen Fleisch uns versorgen und noch so einen Schildkrötenpanzer. Noch so ein Wasserauffangding zu bauen wäre sinnfrei, denn ja, solange es nicht regnet, bringt mir das halt nichts. So, einmal zerlegen bitte. Ja, dazu nimmt er die Flugzeugachs, okay. So, Ding können wir mitnehmen, die Trophäe lassen wir liegen. Volltreffer. Möwe, Möwenkopf als Trophäe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit diesen Köpfen soll. Ich stehe jetzt nicht so auf Köpfe, tut mir leid. So, wir haben, gespeichert habe ich schon. Wir werden uns jetzt einmal schlafen legen, damit dann wieder Tag ist und wir dementsprechend jetzt dann bauen können. Sehr schön, Tagesanbruch haben wir. Fleisch haben wir soweit. Wir legen jetzt hier nochmal ein bisschen was drauf. So, zwei Stück müssten, glaube ich, reichen. Das Feuer brennt ja noch, brennt noch. Ich glaube, das brennt auch unendlich lange, kann das sein? Weil ich muss zumindest irgendwie keinen Brennstoff nachlegen. Das ist echt, das ist ein bisschen komisch. Stimmt eigentlich, dass ich keinen Brennstoff nachlegen muss. Und zwar, wir werden uns jetzt mal mit dem Baumenü beschäftigen. Halt, das war die falsche Taste. Beziehungsweise, ich wollte auch mal gucken, wir haben ein Funkgerät haben wir noch nicht. Was ist P? P haben wir auch noch nicht. Okay. Ich habe mir nämlich mal die Tasten und die Steuerung ein bisschen angesehen. So, wo haben wir es denn hier? Freies Bauen ist doch das hier. Nee, kleine Fallen. Übel. Freies Bauen, genau. Eigenes Fundament, eigener Boden, eigene Wand, eigenes Dach. Halt. Kann ich hier... Ah, hier. Freies Bauen 2. Lochsäge. Eigene Treppe, Plattform. Offener Pavillon. Es gibt nicht hier mega geiles Zeug, was bauen. Felswand, Felspfad. Noch ein Zaun, Stockzaun. Baumhaus. Baumhaus ist auch cool. Alpines Baumhaus. Baumplattform, Baumbrücke, Grundwand, Nahflagge, Holzziel, Kletterseil, Baumharzsammler. Mega cooles Zeug gibt es hier nämlich. Und zwar, ich habe hier angefangen, letztendlich meinen kleinen Zaun zu bauen. Ich würde mich hier irgendwie so an die Küste bauen wollen. Und zwar, den nehmen wir mal mit. Mein Freund, du kannst auch normal drauf schlagen. Wäre der nicht böse. Ich habe mal nachgeschaut im Optionsmenü. Bäume nachspawn ist bei mir momentan ausgestellt. Ich weiß nicht, ob ich es anstelle. Ich werde es erstmal auf auslassen auf jeden Fall. Wir müssen gleich nochmal zurück. Ich brauche Essen und Trinken. Trinken müssen wir. Wir machen uns gleich mal auf den Weg. Wir suchen uns mal was zu trinken. Ich möchte die Cola-Dosen ungern nämlich verbrauchen. Wir werden mal ein kleines bisschen durch die Gegend latschen. Schauen mal, dass wir was zu trinken finden. Hier tut sich nämlich leider rein gar nichts, solange es irgendwie regnet. Das geht auf Dauer so nicht. So. Na komm hier, das haust du auch noch rein. Das sieht schon leicht verkohlt aus, ehrlich gesagt. Hat auch nichts mehr gebracht, glaube ich. Na ganz toll. Okay, wir müssen warten. Ja, wir sind mit dem Durst leider... Ah, ich habe halt nur noch zwei Soda-Dosen. Okay, wir legen unsere erste Priorität jetzt mal aufs Trinken zu finden, damit ich was zu trinken bekomme. Das heißt, wir werden uns einen Fluss oder sowas suchen müssen. Gibt es denn irgendwas, wo wir dich trinken mitnehmen kann? Ein Trinkschlauch oder sowas? Wäre ganz praktisch eigentlich. Schritt 1, Unterschlupf. Schritt 2, Feuer, Blätter. Nee, ich bräuchte irgendwas zum Wasser abkochen beispielsweise. Unterkünfte, Essen. Wassersammler, Hasenkäfig, Garten, Brockengestell bringt mir alles andere nichts. Stocklager, ja, Steinlager bringt mir auch nichts.
Na, eigentlich habe ich wirklich nur das hier. Was mir was bringt. SOS. Bau Verteidigungsanlagen. Kann ich gern bauen, bringt mir eigentlich nicht viel. Ah, das sieht schon besser aus. Okay, das heißt, wenn dementsprechend das Fleisch wirklich zu lange auf dem Feuer liegt, ist es auch dementsprechend ja nicht mehr nutzbar. Hier oben würde ich mich gerne hinbauen. Und zwar, wir haben hier diese wunderschöne Stelle eigentlich gefunden. Okay, die Stöcke scheinen nachzuspawnen. Das ist auf jeden Fall gut. Vielleicht da schon mal kein Problem. Hier würde ich mich gerne hinbauen. Und zwar hier in Richtung nach unten. Wenn es denn von der Höhe her geht, würde ich mich hier auf den Vorsprung bauen wollen. Weiß allerdings nicht, ob das funktioniert. Wir könnten es eigentlich mal, naja, testen. Eigenes Fundament. Wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Kann ich das hier überall, kann ich das überall hinsetzen? Ich möchte? Oh, tatsächlich. Das scheint dann einfach ein riesen Stock zu sein, den ich dahin baue. Oder baue ich mich eins höher? Eigentlich würde es hier auch reichen. Das müsste von der Höhe eigentlich reichen. Wenn ich mich da oben hinsetze, komme ich dann den Berg hoch? Irgendwie. Müsste halt hier hochkommen. Dann könnte ich mich hier auf die Plattform setzen. Das würde von der Höhe, würde mir das auch reichen. Würde mich auf jeden Fall gerne hier hochbauen. Problem ist, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen von diesen Waldmenschen dementsprechend in die Arme reinrenne. Aber wir müssen sowieso mal ein Lager von denen ausräumen, in der Hoffnung, dass ich dort vielleicht irgendwie Wasser finde, irgendwas anderes finde. Und schon mal rote Pflanzen. Mehr Wald auf jeden Fall. Dann würde ich mich hier hinsetzen. Fundament. Ich bräuchte eigener Boden. Boah, ein Hase. Alter Schwede. Ich wollte die Geräusche, werde ich nochmal ein bisschen hochdrehen. Ich weiß nicht, ob er den Hasen jetzt beispielsweise gehört hat. Ich habe ihn auf jeden Fall gehört und ich habe einen Riesenschreck gekriegt schon wieder. Also es ist wirklich ein sehr aufregendes Spiel. Nennen wir es mal so. Es ist ein Horror-Survival-Game. Will man anders erwarten. So. So, und dann baue ich hier raus dementsprechend. Kann ich da drüber laufen? Nee, erst logischerweise, wenn es soweit ist, wenn ich es dementsprechend habe. Eigener Boden. Knöpft ihr hier an, zufälligerweise? Nee. Vielleicht, wenn es fertig gebaut ist. Wir müssen das einmal, wir müssen das testen. Das hat sonst echt keinen Wert. Nein, das war trinken. Boah, diese Schnelltasten. Ich habe jetzt die 1 gedrückt, jetzt hat er die letzte Soda getrunken. So eine Scheiße. Wir müssen uns jetzt dann erstmal auf den Weg machen, wirklich Wasser finden. Ich komme mit der Steuerung allgemein noch nicht klar. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass auf der 1 das ganze Essen und oder 1 und 2 und so weiter das ganze Essen in meinem Inventar liegt. Es wäre viel sinnvoller, wenn da die Axt liegen würde. Tut mir leid, meine bescheidene Meinung. Wenn ich die 1 drücke, soll da die Axt kommen. Das ist das wichtigste Werkzeug, was ich hier habe. Wäre ganz praktisch. 1, 2. Ach so, ja, ich kann ja immer nur 2 nehmen. So, 3. Das will ich jetzt auch noch testen, ob das funktioniert. Ich da jetzt noch, ich will da jetzt einen Boden. Saft. Ich kann auch keinen frei bauen. Ich werde ein Fundament hinsetzen müssen wahrscheinlich. Eigenes Fundament. Ja, aber woher weiß ich, welche Höhe ich da nehmen muss? Oder passt sich das automatisch an? Wenn ich jetzt hier sage, okay, komm hier. Könnt ungefähr hinkommen. Ah! Um Gottes Willen. Ach so. Okay. Heißt allerdings, ich müsste das dann... Ich müsste hier runterspringen. Ich hätte gern ein Fundament. Gezogen von... Danach... Da. Ah, jetzt kommt die Breite. Ja, ich hätte es gern eigentlich nur als Brücke im Moment hier. Zum eigentlichen Fundament dann. Okay, und jetzt muss ich da wieder hoch. Dann kann ich mir so eine Brücke bauen. Ja, wir müssen uns aber wirklich jetzt dann auf den Weg machen. Ich baue jetzt noch hier das Ding so weit hin. Ich habe es jetzt, glaube ich, halbwegs verstanden, wie das Ganze funktioniert.
Das ist ja mal eine Kackkonstruktion. Wer hat sich denn ausgedacht? Hier. Scheiße, die Brücke ist zu breit. Ein bisschen arg breit. So, so, so. Was baut er denn jetzt? Ach so, hier nochmal rüber. Ah, okay. Angerpunkt? Was wie ein Angerpunkt hat er leider nicht. Okay. Damit hätte ich ein Fundament. 96 Stück. Na, holla die Waldfee. Jetzt nur eins breit bauen sollen. Kann ich das auch abreißen? Mit C. Okay. Ich weiß, wie es funktioniert. Der Boden hier, der ist sinnlos. Den können wir wieder abbauen. Ah. Das mit der Axt ist scheiße. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt schon wieder die 1 gedrückt. Und ich habe jetzt keine Soda mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da passiert. Oder kein Wasser mehr. Weiß ich nicht, was passiert. Aber wir schauen mal. Wir werden jetzt uns jetzt erstmal auf die Suche begeben. Dorf. Vielleicht kriege ich hier einen Kochtopf. Allerdings, ein Dorf ist, sind meistens auch welche. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen scheiße, dass hier gleich ein Dorf ist. Und Eimer. Na, ein Farbeimer. Toll, ich habe mich rot angemalt. Ganz toll. Oh, Bild. Das ist von unserem Sohn. Was gibt er dem? Das könnte schon der erste Hinweis sein. So, hier ist nichts weiter. Toll, ich habe mich rot angemalt. Ganz, ganz hübsch. So, Stoff. Ich hätte gern den Faden hier. Ich habe Gebäude zerstören, habe ich jetzt aus... Das hier. Laptop. Gebäude zerstören, habe ich ausgestellt. Oh, Elektroteile. Vogel nehmen wir gerne mit. Vielleicht auch ein paar Federn. Gebäude zerstören, habe ich wie gesagt ausgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll war oder nicht sinnvoll war. Eine Echse. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Stoffe hier mit. Momentan ist noch keiner von denen da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die... Boah, das ist ein relativ großes Dorf. Koffer. Kannst du ruhig aufmachen, mein Freund. Oh, Klamotten. Sehr schön. Klamotten sind sehr gut. Wir haben ja mittlerweile, wir haben das Problem, dass wir gefroren haben in der Nacht. Vor allem, als wir nass... Ach komm, stell dir... Ja, das ist schön. Könntest du da draufhauen? Danke. Ein bisschen buggy ist das Spiel, finde ich noch. Neues Outfit gefunden. So, können wir bestimmt auch uns auch irgendwie umziehen. Damit werden wir uns dann gleich beschäftigen. Ich kann die Dinger hier nicht mehr abbauen, glaube ich. Wir gehen einmal kurz in die Einstellung. Mich würde das mal interessieren. Und zwar, wo war es denn? Unter Gameplay war es, glaube ich. Hier, Zerstörung von Gebäuden an. Das jetzt wieder? Oder bin ich einfach nur zu doof? Kann auch sein, dass ich mich einfach nur zu doof anstelle. Boah, der Hase. Okay. Es geht wirklich nicht zu zerstören. Kann ich... Da ist einer. Zwei. Scheiße. Drei, vier, fünf. Flucht. Das ist ein Riesendorf. Da stehen ja gleich fünf, sechs Häuser. Cheat. Komm, hier geht's runter. Kann ich auch zerstören, oder? Sehr schön. Wir brauchen mal Schädel. Hier nicht. Schädel hätte ich gebraucht. Scheiße, das sind gleich ein ganzes Nest von denen. Ich sollte mir das nochmal überlegen, mein Haus dahin zu bauen. So, das können wir leider nicht trinken. So, wir haben ein Riesendorf von denen gefunden. Nicht gut. Gar nicht gut. Würde mich ehrlich gesagt hier hinbauen sogar, wenn ich das Wasser saufen könnte. Was aus irgendeinem Grund nicht kann. Kann ich hier... Komm, hier ist ein Wasser. Komm, das ist frisches Quellwasser. Was hast du für ein Problem, mein Freund? Sauf das Zeug. Der stellt sich aber auch an. Das ist Quellwasser aus einem Berg. Besser geht's ja wohl gar nicht von der Wasserqualität. Gibt's eine Karte? Nee, Karte gibt's nicht. Er versucht die nicht vorhandene Karte aufzurufen. So, Problem ist, da oben waren auch schon wieder welche.
Müsste für Wasser verdammt weit laufen. Gut, ich habe diese Wasserauffangschalen mit diesen Schildkröten. Boah, diese Hasen und alles andere, was hier rumrennt. Aber das Problem ist, da ist halt gleich dieses Riesendorf in der Nähe. So, ich habe die auf jeden Fall, die sind mir jetzt nicht hinterhergerannt. Das hier, das sieht auch komisch aus. Ich weiß nicht, ob die Erkundungstour, die ich jetzt gerade unternehme, relativ schlau ist. Ich glaube eher nicht. Aber mir bleibt ehrlich gesagt auch nichts anderes übrig. Denn Fleisch kriege ich relativ, ja, eigentlich überall. Sei es Vögel, sei es Hase, sei es Echsen. Ah, schon wieder so eine Tante. Sind halt relativ anstrengend. Und die ziehen einem ordentlich Energie ab. Bin ja für Flucht. Wo sind das, diese Giftpilze? Sieht eher nach Pflanzen aus. Hier hinten kam das Dorf. Nein, oder? Okay, hier ist ein... Hier kann ich trinken. Vielleicht springt mir einer ins Gesicht. Seh es kommen. Hier. Oh, die Echse. Alter Verwalter. Ehrlich, ich komme mir verfolgt vor. Hase. Was hier alles durchs Dickicht rennt. Okay, von diesem Wasserfallberg hier rüber. Hier zu bauen wäre aber auch scheiße, weil hier halt wirklich die Waldmenschen relativ gut unterwegs sind. Können mich hier hinbauen. Hier wäre eine große, weite Fläche, wo ich relativ... Ja, ich hätte halt hier den Überblick. Das wäre der Vorteil. Ich hätte auch Wasser in der Nähe. Gut, Wald habe ich überall in der Nähe. Also Ressourcen ist jetzt nicht das große Problem. Okay, die Tante habe ich abgeschüttelt, so wie es aussieht. Gott sei Dank verfolgen die einem nicht so extrem, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, dass die einem stundenlang hinterher rennt. Da oben wäre Wasser. Wir haben mal das Wasserproblem. Ich glaube, wir werden uns wirklich hier hinbauen. Zwar mit der Konstruktion, die ich mir zusammengesucht habe, bauen wir uns hier hin. An diese Klippe. Das wird mich schweineviel Holz kosten. Zumindest der Unterbau wird mich schweineviel Holz kosten. Ja, das fasst ein bisschen hoch. Ich weiß ja nicht, ob die letztendlich auf die, also diese Waldmenschen, wenn die mich entdecken und mein Haus sehen, ob die letztendlich auf die Stützen gehen und mir so das Haus unter den Füßen letztendlich weghauen. Kann natürlich sein, dann wäre es sinnvoll, nicht ganz so hoch zu bauen, dass ich an die noch rankomme. Hier, die Ausdauer ist weg, wir müssen mal ein bisschen warten. Hier, das nächste Wasserloch, was ich gefunden habe, war da. Wir schauen uns mal weiter in die Richtung um. Ob ich da vielleicht irgendwo in der Nähe, Nähe von der Küste ein Wasserloch finde. War hier hinten. Auf dieser kleinen Insel da. Werden wir uns jetzt mal umsehen. So, hier war der Wasserfall. Aber das ist ein ganzes Stück, wo ich da laufen muss, um am Wasser ranzukommen. Das wäre nicht gut. Also dann würde es heute mal eine Erkundungsfolge werden. Ich würde mich ja wirklich hier irgendwo hinbauen wollen. In der Nähe von der Küste, weil ich an der Küste relativ safe bin. Da halten die sich nicht auf. Die sind eher in der Mitte von dieser Insel. Also wir sind ja letztendlich auf einer Insel gestrandet durch diesen Flugzeugabsturz. Das muss so eine kleine Insel sein. Anhand der Vegetation, irgendwo wahrscheinlich in Europa. Kann ich mir zumindest vorstellen bei dem Nadelwald. Jetzt ist halt die Frage. Komme ich da hoch? Ich würde gerne auf den Berg rauf. Komme ich aber nicht hoch, oder? Gut klettern kann der, glaube ich, nicht. Nee, so gut klettern kann der nicht. Schade.
Wir schauen uns auf jeden Fall mal in die Richtung hier hinten um. Unser Lager steht ja. Essen habe ich noch dabei. Also Fleisch habe ich noch relativ viel dabei. Eichhörnchen. Ach so, kann ich das auch... Kann ich das einsammeln? Ah, jetzt ist es weg. Schade. Das Eichhörnchen nämlich mit der Axt zu treffen, ist so eine... Ist, glaube ich, so eine Lebensaufgabe. Genauso wie so einen Hasen zu treffen. Da bin ich wohl mit Pfeil und Bogen bin ich wohl besser beraten. Außer er hält still. Weil die relativ sensibel sind, was Geräuschkulisse angeht. Also ich würde mich mit anschleichen, geht's vielleicht. Hier habe ich halt diese riesengroße Klippe. Die ist ein bisschen störend. Ah, Essen geht noch. Moment machen wir eigentlich nur, weil ich noch keinerlei Rüstung... Man kann sich eine Knochenrüstung und so weiter bauen, habe ich mittlerweile schon mitgekriegt. Wäre ganz... Ah, See! Sehr schön, das ist auf jeden... Das ist trotzdem... Das ist definitiv näher. Voll, hier kann er wieder nicht trinken, oder was? Oder bin ich einfach nicht Durst? Nee, den kann er nicht trinken. Kann mir einer sagen, wieso? Okay, es kann natürlich sein, dass er gerade keinen Durst hat. Aber normalerweise kann man trinken, trinken, trinken. Hier kann ich nicht drauf trinken. Ganz toll. Das hier? Sonnenhut haben wir gesammelt. Okay. Ja, die Eichhörnchen sind auf jeden Fall leichter zu kriegen als die Hasen, glaube ich. So. Gibt es denn hier hinten eine Küste? Hier wäre zumindest mal so ein kleiner Fluss. Ich weiß nicht, ob ich daraus... Ah, nee, hier ist diese Steilküste. Und da hinten haben wir schon gebaut. Das Problem ist, ja, das ist so eine Insel, wo ich nicht hochkomme. So, die Folge wird ein bisschen länger gehen, da ich momentan eigentlich nur auf der Suche wirklich nach einem geeigneten Bauplatz bin. Hier dürfte mir relativ wenig passieren. Hier geht's nach unten. Aber das ist steil. Mega steil. Das ist scheiße zu bauen. Also ich habe echt... Kein Glück, was Bauland angeht. Gut, hier hinten könnt ihr noch hinlaufen dementsprechend. Ich kann hier dann hoch. Könnt ihr da aus der Pfütze dringen, wenn es dann geht. Würden wir fast noch einen Unterschlupf hinbauen wollen. Wird halt schon wieder dunkel. Also verfolgt werde ich nicht. Meine Energie lässt leider auch schon nach. Ha, Probleme über Probleme. Ein geeigneter Bauplatz wäre echt schön. Vielleicht baue ich mir doch erstmal ein Hausboot. Dann könnte ich hier die Küste entlang fahren und mir einen geeigneten Ort suchen letztendlich. Wenn er mich aus diesem Loch da nicht trinken lässt. Es würde gehen, wenn er mich daraus trinken lässt. Den Weg kann ich laufen, wenn ich Durst habe. Den würde ich einsehen zu laufen. Das würde nicht allzu lange dauern. Das wäre okay. Problem ist, er hat mich da aus irgendeinem Grund nicht rauslaufen lassen. Also für das, dass wir mitten im Wald gestrandet sind, verdursten, verhungern, von irgendwelchen menschenfressenden Waldkreaturen gejagt werden, ist er, was die Wasserqualität angeht, relativ penibel. Ja, wieso? Ne, da trinkt er nicht raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso, aber das Wasser mag er nicht. Weshalb auch immer. Okay. Du hast Hunger, finde etwas zum Essen. Ich weiß, wir haben Hunger. So, wir laufen jetzt zurück. Also wir haben da links das riesengroße Dorf. Ich würde mich jetzt ungern dahin bauen wollen. Ich glaube, das ist zu nah an dem Dorf dran. Das dürfte relativ schnell ins Auge gehen, nämlich. Wenn ich mich dahin baue. Da nicht. Er kommt relativ steile Wege auf jeden Fall. Ich wollte es nur sagen, er kommt relativ steile Wege nach unten, aber das war jetzt zu weit. Ich bewege mich aber lieber an der Küste entlang. Denn wer weiß, wo meine Freunde so sind. Die nicht meine Freunde sind. So, wir werden jetzt noch was essen. Die Folge ging jetzt relativ lange. Wir werden uns was zu essen reinhauen und ich werde speichern. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt mal die Gegend angesehen. Ich weiß ungefähr jetzt, wo in der näheren Umgebung was ist. Der Bauplatz, den ich mir ausgesucht habe, ist nicht gerade perfekt. Da er meiner Meinung nach einfach wirklich zu nah an allem dran ist.
Aber wir schauen mal. So, wir werden einmal speichern auf jeden Fall. Speicherplatz 3. Dann haben wir zumindest das schon mal erledigt. Dann werden wir schnell noch was essen. Dann werden wir uns hinlegen. Dann werde ich es einmal probieren, hier die Küste entlang zu laufen und nochmal aus diesem Fluss zu trinken, wenn wir jetzt komplett durstig sind. Denn das Problem ist, die bringen gar nichts. Ich weiß nicht, wie man die füllt. Es gibt keine Anzeige. Ich nehme an, dass es halt dafür regnen muss, dass die gefüllt werden. Problem an der Tatsache ist, dass es jetzt noch nie geregnet hat, seitdem ich hier halt dementsprechend spiele. Ist ein Problem. Deswegen bräuchte ich eine andere Wasserversorgung. Immer bis ganz nach vor zu rennen, das kostet nämlich einen halben Tag. Ist nicht machbar, ist nicht umsetzbar. So, einmal schlafen mit Z. Ja, wir sind durstig, wir haben Hunger. Wir werden uns schnell nochmal was grillen. Ein Fleisch. Stein können wir mitnehmen. Kleiner Stein eingesammelt. Das Zeug scheint nachzuspawnen, genauso wie die Stöcke nachzuspawnen. Kann ich da eigentlich Blätter drauflegen? 124 Blätter haben wir mittlerweile. Ja, wir werden mal schauen. Das allerdings alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit The Forest. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut.